Hallöchen Leute und willkommen zu meinem neuen Lord-Vlog. Der letzte ist ja nun schon ein bisschen her und ich möchte euch heute zeigen, wie ich mich jetzt eingerichtet habe, denn der ein oder andere, der mir auf Twitter folgt, wird es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Ich bin nicht umgezogen im herkömmlichen Sinne, aber ich habe mein Wohnverhältnis etwas aufgestockt, könnte man sagen. Nämlich befinde ich mich jetzt in meinem Wohnzimmer. Man glaubt es kaum und ich wollte euch hier mal so ein bisschen rumführen, was hier so passiert ist, was hier so los ist. Und fangen wir an mit dem kitschigsten Scheinwerfer, beziehungsweise mit dem kitschigsten Licht ever. Das ist noch von meiner Schwester, die jetzt kürzlich ausgezogen ist, weshalb ich dieses Zimmer auch habe. Und der muss noch gewechselt werden, definitiv. Aber was man hier schon so ein bisschen gesehen hat, meine wunderschöne Couch mit wunderschönen Couchtischen und da noch so ein Stuhl, wo hinter übrigens meine eine Softbox und irgendwie noch Quatsch gelagert wird, weil die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin faul wie Scheiße. Hier übrigens mein super Jacken- und Hutständer. Und ich setze mal gerade so einen Hut auf, damit ich nicht allzu scheiße aussehe. Oh yeah. Ja, hier noch so Müll und Quatsch. Und hier so eine kleine Vitrine, wo ein bisschen Quatsch drin ist. So. Und hier kommen wir zum wichtigsten Teil im ganzen Zimmer. Meinem Hashtag Anni-Regal übrigens. Könnt ihr mal auf Twitter verfolgen, Hashtag Anni-Regal und da einfach mal euer eigenes Anni-Regal posten. Warum auch nicht? Und da habe ich gerade irgendeine Nachricht gekriegt, also hier so meine Mangas, ein paar Dinger, hier so ein paar Animes und hier geht das noch weiter. Das wird alles auch noch aufgestockt, keine Sorge. Ja, hier noch so ein Poster, wo ich mir halt Bier bestellen kann, Around the World. Und hier noch so ein cooles Regal, wovor ich eigentlich jetzt auch immer die Reviews filmen möchte. Aber das wurde halt noch nicht so ganz durchgesetzt. Und warum habe ich den Hut eigentlich falsch rum auf? So, schauen wir mal ins Schlafzimmer. Das dürfte da jetzt etwas dunkler sein. Da liegt übrigens ein schlafender Kater. Er sagt sogar Hallo. Wie süß. Ja, es ist sogar noch ziemlich unaufgeräumt hier. Das ist mein Schlafzimmer, das ist mein neues Bett. Ich hätte das vielleicht auch mal machen sollen. Da schlafe ich jetzt immer. Das ist ein fettes Doppelbett. Und weil das alle in ihren Roomtours machen, mache ich das jetzt auch. Ah, hier kann man dann schlafen. Hier ist übrigens mein alter Fernseher hingekommen. Den neuen habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das kommt gleich. Da, ein schöner Fernseher. Hier so Klamotten und noch so ein Schrank mit Klamotten und das ist alles noch Quatsch, der auch irgendwie weg muss. Aber das ist mein Schlafzimmer schlicht und das ist halt das Zimmer, wo ich früher immer drin gehaust habe. So. Gehen wir mal wieder rüber. Da ist wieder die dicke Katze. Der ist echt dick geworden, Mann. Und jetzt sind wir wieder in meinem wundervollen blaulichtmäßigen Wohnzimmer und da ist dann so mein neuer Fernseher. Habe ich mir gestern erst gekauft. Das ist ein super Ding. Aber ich muss damit eigentlich auch schon fast sagen, das war's. Aber es gibt ja jetzt Hashtag FragLord auf Twitter und da könnt ihr mir ja mal wieder Fragen stellen, die ich dann ab und zu mal beantworte. Und wir nehmen jetzt einfach mal eine Frage aus Hashtag FragLord. Hashtag FragLord von Kristallflamme. Warum trägst du einen Strohhut? Weil ich Strohhüte mag und im Moment meine Frisur absolut nicht mag. Mann, hör mal auf mich zu nerven. Ich mag im Moment meine Frisur nicht, deshalb trage ich im Moment einen Strohhut. Einfach weil ich meine Frisur selbst nicht mag. So. Das war dieser Vlog für heute mal. Endlich mal wieder ein Vlog, damit mal ab und zu mal was auf diesen verdammten Kanal kommt, damit er nicht ganz einstaubt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, klickt auf Abonnieren oder gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten bis dahin und tschüss.